So, heute besuchen wir in Las Cruces das New Mexico Farm and Ranch Heritage Museum. So, dann wollen wir uns das mal anschauen, das Museum. So, hier haben wir jetzt angefangen mit der Innenausstellung. Hier ist viel beschrieben, wie die Farmen funktionieren in den 20er Jahren. Also lange Zeit, vor langer Zeit. Das finde ich auch interessant. Das ist White Sands Missile Range, ca. 1959, wie sich das Farmleben verändert hat, weil in der Nachbarschaft Raketen gezündet worden sind. Das klingt so nach 50er Jahre. Hier wird auch beschrieben, dass Werner von Braun 1945 sich entschieden hat, sich den Amerikanern zu ergeben und nicht den Russen. Und dass die Amerikaner ca. 250 V2 Raketen, in verschiedenen Herstellungsphasen waren, nach New Mexico zu transportieren. Und deshalb war das hier eigentlich schon ein wichtiger Punkt für Raketenentwicklung. Ja, auch hier wird nochmal beschrieben, in White Sands in dieser Area zunächst mal die alten V2-Raketen der Deutschen gestartet worden sind. Und seitdem sind Tausende von Raketensystemen hier getestet worden. Ups, hier ist nochmal ein Bild, wie die Amerikaner viele, viele angefangene Raketenteile aus Deutschland, also wahrscheinlich aus Peenemünde, hier nach White Sands in New Mexico gebracht haben, wo Werner von Braun und sein Team daran weitergearbeitet hat. So hat ja in New Mexico, als das noch spanisch war, 1815 ein Haus von innen aus gesehen. Das ist interessant. So zwischen 1920 und 1929 war das ein Milchwagen, der frische Milchprodukte ausgesandt hat. Nach dem Krieg konnten die Leute sich keine Hochzeitskleider leisten. Und die ersten Fallschirme während des Zweiten Weltkriegs sind aus Seide gemacht worden. Und die eigneten sich hervorragend, um Hochzeitskleider herzustellen. Ja, nochmal, das ist ein sogenannter Stagecoach, wie wir ihn jetzt auch vor kurzem in Texas gesehen haben. Aber der hier ist ein bisschen jünger, vielleicht 40 Jahre jünger. Aber die haben sich dann auch nicht so grundsätzlich verändert. Ja, hier wird so ein bisschen die Schwäne, richtige Wilde Westen, wie wir den kennen. Billy the Kid und sowas. Billy the Kid. Ja, das ist eine Windmühle. Ja, das ist auch interessant. In den späten 18. Jahrhundert, frühen 19. Jahrhundert ist eigentlich das Zeitalter der, nicht Online-Bestellung, aber Bestellung per Katalog. Und der hat damals so ausgesehen. Das ist schon unglaublich.
So sah der Bestellkatalog 1895 aus. Unglaublich. Hier halten die sogar noch echte Schafe, um das zu zeigen, wie das früher mal ausgesehen hat. Der ist ein Merino. Was ist los? Wir haben hier im Museum sogar einen richtigen Rodeo-Platz. Cool.